Kurve und auf einmal, tada! Wir gucken uns jetzt noch eine Runde Idiots of the Week an und starten mittendrin. Was soll das denn? Das Intro holt mich immer noch ab. Wo wollte er denn hin? Wagger, das ist einfach immer noch so geil, wie er straight einfach durch die Kurve fährt. Der Rejoin aus der Hölle. IndyCar ist auch immer so brutal. Alter, das ist einfach so brutal. Da bist du aber auch einfach, da gehst du, das ist wirklich, du kommst nur mit den Rädern in Kontakt und du kannst dich eigentlich schon abmelden gehen und sagen so, okay, ich fliege jetzt zum Mond, ich bin der erste Mensch, der da oben leben wird, mit meinem IndyCar. Das ist immer noch mega krass. Das ist immer noch mega krass. Das ist richtig schwer. Also das ist wirklich mega schwer, das einzufangen. Das sollte übrigens einen Bann geben. Das sollte wirklich einen Bann geben. Die Bombe, Alter! Einfach komplett weggebombt. Okay, der war bad auf jeden Fall. Oh, Laguna Seca. Die Strecke ist echt schwer zu fahren. Und dennoch mit IndyCars. Moin, ey. Fahren die da im Real Life auch? Das ist, ich weiß auch gar nicht, was hier alles passiert. In dem Clip passiert einfach irgendwie alles. Einfach alles. Fahrt sie okay? In dem Clip passiert wirklich einfach alles. Oh mein Gott. Einfach komplett ermordet. Einfach komplett weggemordet. Oh Mann. Ja, würde ich sagen, war ein bisschen spät auf der Bremse. Warte mal. Die Autos, Alter, das ist halt, das sieht halt aus wie 2000 irgendwas. Oh, ey, außenrum sieht iRacing wirklich nicht sehr schön aus. Muss man ganz ehrlich mal sagen. Die Autos, Alter. Zum Glück ist iRacing gar nicht so teuer. Oh, ich bin sehr gespannt auf die neue Engine. Wenn das alles mal overhauled wird. Oh! To the moon! Oh, der gleich hinterher? Boah, der ist noch durchgekommen. Krass. Oh, das ist wirklich keine gute Idee. Also überhaupt nicht. Nope. Das, nee. Nee, das wird nicht besser. Okay. All right. Bunny Hop. Oh no, und der andere ist noch reingekommen. Geht's dem anderen noch gut? Sieht's ja aus, ja. Oh, Fuji. Oh, ich glaube, das war nicht mit Absicht. Aber schön sah es trotzdem nicht aus. Alter, die Bentley-Kurve. Oh no. Zu dritt ist die Bentley-Kurve nicht so einfach. Boah, was ein Safe.
Oh, das wird nicht gut. Eoik. Oh no. Oh no. Bestimmt Single-Screen-Fahrer. Und das meine ich nicht mal negativ. Alter. Ach. Oh, da wird gebreakdanced. Oh, das ist wieder bei Go Bowling. Watkins Glen ist auch einfach prädestiniert dafür. Oh, hier passiert auch so. So viel. Aua. Oh, oh. Das ist doch bestimmt Draftmasters, oder? Ja. Panne Yellow. Das ist bestimmt Draftmasters. Holy shit. Oh, oh. Oh, die hat ja doch durchgepasst. Okay, das war motiviert. Das war auch motiviert von beiden. Oh, was war das denn? Er ist nach rechts. Oh, wahrscheinlich Auto verloren, wa? Gegenpendler gehabt. Spaß auch. Hier kann man sich auch immer gut mal treffen. Das passiert ja auch das ein oder andere Mal. Oh mein Gott. Da steht... Oh, oh, okay. Der hat noch reagiert. Der stand auf der Bremse. Der stand nicht auf der Bremse. Nicht so wirklich. Oh, oh. ihr könnt euch nicht... Boah, der rejoint. Boah, was macht der? Ist er wahnsinnig? Oh, nee. Ein Scheiß, ey. And in this moment, he knew he fucked up. Da kannst du auch nicht mehr bremsen. Boah! War ich das? Das kommt mir so bekannt vor. Ist das ein Toyota? Nee, das bin ich nicht. Das ist nicht mein Held. Nee, bei uns ist das auch passiert letzte Woche. Nee, das war ich. Fly me to the moon. Oh, der holt aber weit aus. Ey, wie geil ist das immer, wenn das synchron ist? Wie geil sieht das bitte aus? Nö, der Porsche hat es nicht so gesagt. Nö, nö, Magaracher. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die Leute, die dann immer aus Frust die Bremse nicht halten oder nicht reagieren oder... Oh, und dann rollen die da immer rum. No. Uh-oh. Uh-oh. Nice rejoin. Wurde der geschoben von hinten? Oh, Das ergab ja jetzt gar keinen Sinn. Warte mal, da müssen wir noch mal ganz kurz nachgucken. Wurde er geschoben? Hat er da hingelegt? Ich habe das Gefühl, der wurde geschoben. Ja, ich habe das Gefühl, der wurde geschoben, weil der zweimal rechts-links gelenkt hat. Das wäre wirklich verwirrend gewesen. Oh! Schöner Wallride. 50-50 Wallride oder wie auch immer man das nennt. Ich bin beim Skaten bin ich raus. Oh, snap.
Okay, das war wirklich sehr ambitioniert. Das ist auf Portimao auch so eine Stelle, die ich nicht so wirklich verstehe manchmal, warum die da so reinhalten. Oh, was kommt jetzt? Stell dir mal vor, du kommst um die Kurve und auf einmal, tada! Nur für Ihre Information, hier geht's nicht weiter. Sie müssen kurz Umleitung so und so. Okay, er schmeißt auch einen Rückwärtsgang rein. Bagger, da brauchst du. Da ist doch Rennen eigentlich vorbei, oder? Da ist doch das Rennen eigentlich vorbei. Du, aber das macht er hier echt fantastisch. Muss man ihm lassen. Nicht gedrängelt, nicht geschoben. Schön ruhig. Okay. Aber die Stelle ist einfach so geil. Mount Panorama. Wahrscheinlich erste Runde. Reifen alle kalt. Oh, scheiße, ey. Was? Was bist du? Oh. Okay. Manche Dinge muss man nicht verstehen. Das hat ihn mal gar nicht gejuckt. Schade. Es sah sehr gut aus. Es sah sehr gut aus, aber ab einem gewissen Punkt ist es einfach vorbei. Puh. Alter, hier sind auch wirklich ein paar Bomben dabei. Oh! Na gut, da kann ich nichts machen. Der wird wahrscheinlich... Oh, das war nicht mit Absicht. Wenn der andere vorher gelockte Reifen hatte. Oh, was kommt? Okay. Das war Raketentauchen. Hä? Was war das? Lenkradausfall? Wahrscheinlich, wa? Oh no. He dead. Und hier unsere Strecke. Oh. Und man kann in Nescra nichts machen. Weil Vollbremse ist nicht, weil Dennis Auto einfach... Tschüss. Oh, fuck. Das ist bitter, ey. Wollt ihr Wallride machen? Puh, ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Nee, ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Nö. Der hat einfach... Der ist raus aus der Nummer. Was passiert da? Netcode? Fragezeichen? Ist das so ein Autobahnding? Ja, scheiße, da ist ja noch Platz, da passe ich noch rein. Und los geht's! Ja gut, was willst du da machen als Hintermann? Kannst du nicht in die Bremse hämmern wie so ein Wadi? Den hat er wirklich erzogen. Oh, warte mal, macht der Zug gerade zum Verteidigen? Ja. Und dann wirst du rausgeschoben. Oh no! Manchmal habe ich das Gefühl, dass Leute das extra provozieren, um in diesen Videos zu sein. Also gerade, oder wollte er jetzt, hat er versucht, einen Wallride zu machen? Also, hä? Oh, das endet nicht gut. Oh, oh. Oh.
Oh, oh no. Aber, oh. Oh, da hätte er aber schön alle gebremst und so. Okay. Darf man bei IndyCar auch nicht links überholen? Das hat sich nicht gelohnt. Die Strafe wäre weniger gewesen. Nee, nur rechts. Aha! Das erklärt die Bremse. Er wollte einfach nicht überholen. Links. Oh, that rejoin. Autsch. Nee, Bremse. Bremse brauchen wir nicht. Oh, das wird ein big one. Oh, ist durchgekommen. He survived. Ja! Ja, der hat survived. Maga, stell dir mal vor. Einfach das Auto oben drüber, Junge. Der hat sich verbremst, würde ich sagen. Aber nur ein bisschen. Was passiert hier? Start verkackt? Ja, Start verkackt und nachher trotzdem alle wieder mit dazu eingeholt. Ich glaube, da hat's mal da wurde sich verschätzt bei der Kurve. Oh, da kannst du auch schon aufhören. Oh no. Ah no. Aua, no, 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 no. Also ich muss wirklich sagen, ich hab, I don't know, bei manchen Dingern so, ich sehe den Untertitel unten nicht, nee. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was bei manchen Unfällen, was sie sich dabei denken. Oh, der Wagen ist kaputt. Aber nur ein bisschen. Das gute alte Batmobil. Oh mein Gott. Was für eine Folge schon wieder. Was für eine Folge. Holy moly, ey. Kannst du dir schon wieder nicht ausdenken.